Unruhe. Der Tag verrinnt langsam, die Welt wird nun auch schweigsam, alles geht zur Ruhe. Nur die Gedanken immerzu irren in der Finsternis und kämpfen mit der Bitternis, die je mein Herz durchwütet. Der Schlaf sollt übermannen mich, doch die Gespinste fürchterlich. Sie lassen sich nicht befehlen, im Kirchenturm schlägt's 23:30. Von fern höre ich die Wölfe, die schleichen immer fort und suchen ihre Nahrung. Der Mond wirft seine Schatten, die mich beängstigt hatten, doch alles ist nur Schein. Wo fühle ich die Pein, die mir diese Nacht raubt? So senke ich mein Haupt und hoffe auf Erlösung. Mein Nachbar schlägt der Hofhund an, sein Jaulen hört sich klagend an. Die Unruhe wächst in mir und ich gebe mir viel dafür. Fände ich dies Schlafserquickung, ist das Gebet nur Rettung? Mein Glaube klammert sich daran, doch nein, die Unruhe ist sehr zu groß. Ich fühle in der Erde Schoß. Dort ist wohl Dunkelheit, doch Friede eine Seltenheit. Wie kann ich mich befreien aus Satans Listen und Tücken, die dauernd vorwärts rücken? Die Stunden schleichen diese Nacht, wo ist der Himmelsgeister Macht? Mein Hoffen, mein ganzes Sehen lässt sich wehrlich nicht vernehmen. Doch diese Nacht verrinnt und viele andere werden folgen. Und doch hoffe ich wie ein Kind. Oktober 1976.